In Louisiana wird viel Französisch gesprochen in der Cajun-Szene. Es gibt Cajun-Musik, eben auf dem Cajun-Akkordeon, was für eigentlich mal aus Deutschland kam. Hat eigentlich nur eine Tonart wie eine Blues-Harp. Also wenn man eine andere Tonart hat, gibt es auch was anderes. Und später kamen auch die großen Akkordeons dazu. Das ist eins jetzt aus Italien, was gerne in Louisiana gespielt wird, für die Sidekick-Musik. Chris hat auch vor Jahren Titel geschrieben, wir waren unterwegs. Irgendwo in Bietigheim, Bissingen, irgendwo im Süden. Yep, oh, somebody from Bietigheim, Bissingen, obviously. Hello. Welcome! Und so that's for you the song. And it's simply, er war in der Früh am Kaffee im Hotel und sah da Double Shot klang, ein super Titel. Er hat einen Song daraus gemacht. It's not about coffee, it's about sex. Can I repeat that? He said three words, I don't dare to say it. He said it's about sex. Of love. Let's call it love. My love. But the question is, what happened in Bietigheim, Bissingen? We don't want to know. Anyway, this is goes out to Bietigheim, Bissingen.
in the double shot.